Heute versuchen wir, YouTuber an ihren Oberarm zu erraten. Bizeps. Jo, das haben auf jeden Fall auch Leute in den Kommentaren vorgeschlagen und wir dachten, das ist eigentlich eine ganz gute Idee und deswegen machen wir das heute, Leute. Der Eugene ist auch am Start. Eugene. Machen wir einfach mal das obligatorische Eugene. Schnick, Schnack, Schnuck. Was? Schnick, Schnack, Schnuck. Ins Gesicht. Junge, das wird stört. Das wird würde die Leute so abfacken, Mann. Junge. Könnt ihr dieses Wichshuhn mal bitte wegtun, ja? Danke! Junge, das hat sich sogar gereimt, Alter. Was bist du hier für ein Freestyler heute, Mann? 50 Likes, Mann, komm, mein erster Rap-Single. Okay, Leute, jetzt geht's los. Passt auf, okay? Ich bin Experte, Mann. Ihr wisst es ganz genau. Leute, wollt ihr wissen, wie sich Eugene beim Sex anhört? Ich hau einfach raus, ich sag, das ist the King of Austria. Ist richtig, Alter. KS Freak. Junge, Junge. Ist er das? Ja, ist echt richtig. Heftiger ganz Mann, Alter. Heftiger Mann, ey. Eugene hat was gesagt, Mann, Alter. Junge, Eugene du musst es nerven, Eugene hat mir Alter. Vorgesagt, Junge. Scheiße, ey. Im neuen Erratenformat direkt mal den ersten Punkt rausgehasselt. Auf geht's. Digga. Ich kann dir ohne. Ich kann dir ohne Spaß nicht sagen, ob Mann oder Frau. Sorry. Ich muss dich nicht entschuldigen bei mir, dass du so schlecht bist. Das ist okay. Ich könnte mir kein männliches Kleidungsstück vorstellen, das so dünne Träger hat. Aber welche Frau in YouTube Deutschland hat solche Oberarme, Alter? Ich glaube, wir würden echt hart weggeklatscht werden. Okay, ich werfe jetzt mein Handy. Ja, solange du nicht meins wirfst, ist okay. Bei mir ist immer so, ich habe keine Münze am Start. Ich werfe dann immer mein Handy und das ist praktisch Kopf. Und das Leute, macht das bitte zu Hause nicht nach. Mit Eimer umdrehen. Kelly, Mrs. Vlog. Leute, das muss ein Spannungsaufbau jetzt hier sein. Also einmal Trommelwirbel bitte. Alter, das ist Alblali. Mrs. Vlog. Ist das auch? Komm, Digga. War natürlich schon tricky gemacht von mir, muss man zugeben, ja, an dieser Stelle. War schon ein Snitch-Move. Nee, war einfach nur eigentlich schlau. Okay, Leute. Jetzt Extreme-Modus. Jetzt errate ich alles sofort. Kann man, reicht dir das als Ausschnitt? Ja. Shirin David. Ah, Digga! Digga, was? Boom! Was ist los bei dir, Mann? Boom! Danke, da alles durchgesucht, Mann! Move, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Oh mein Gott. Aber ich bin ehrlich, das lag nur an dem Stirn, Mann. Was? 2-0? Das war aber nicht Shirin David. Das war Shirin David. Uns wird auch ständig vorgeworfen, dass wir alle YouTuber falsch aussprechen, ne? Oh shit, jetzt hat er schon gesehen. Der Wichser. Ich hab nichts gesehen. Wichser, ey. Ich kann nur Bizeps trainieren, aber nicht Bizeps erraten. Ja, ich trainiere Bizeps erraten. Guck mir nur meine eigenen an. So, das kannst du instant. Also, Junge, das habe ich auch genommen. Ohne Witz, das habe ich auch ausgenommen. Digga, was? Ja, wenn ich jetzt das falsch mache. Ja, jetzt aber nur. Ey, das ist Jan. Ja, welcher Jan? Es gibt tausend Jans. Ja, ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt. It's Jan Meyer. Jan Meyer ist der. It's me! Jan Meyer. Von April. Korrekt, Junge. Joke, Bullshit, mein Joke, April. Wie ich letzte Mal einfach Leute, gesagt habe. Das ohne so Witz, Alter. Erklär mal. Wir haben so ein Next-Up-Video geguckt, wer da schon alles war, weil wir uns so gedacht haben, okay, reichen wir vielleicht was ein, ne? War haben da zwar so, nur Scheiß-Videos, aber. War da so Bullshit-TV und sag ich so, ey, Safegram. Shit, Junge, das Scheiß ist schwierig. Fuck, okay. Ja, jetzt Stürmband nicht. Jetzt könnte es. Eugene, help me! Eugene hat echt scharfe Zähne, pass auf, ey. Guck dir das an. Ich mach jetzt einfach Hodor-Modus. Hodor. Ich kenne nur Hoden. Hodor. Hodor. Mit dem Risiko, dass meine Glückssträhne hier endet, sage ich, das ist Sammy Slimani. Hello darkness, my old friend. Das ist Kati Karrenbauer. Ein Snitch. Move. Ist Eugene. Eugene, kannst du mir sagen, ob du spielst? Eugene, du bist ein Huren! Was machst du? Das ist Lion, Mann. Nein, das ist Eugene, Junge. Nein. Das hast du nur wegen den Haaren erkannt, du Wichser, Alter. Was ist hier los, ey? Das könnte Kelly sein und das war's eigentlich auch schon. Soll ich ja vielleicht sicherheitshalber in den Stirnbandmodus wechseln? Boom, Junge! Ich hab den Durchblick. Das ist Kelly, sag mir mein Verstehst Stirnband. Du, jeder Mensch steht auf Füßen. Ja, ich verstehe das! Nein, ist falsch. Das ist nicht Kelly. Ist nicht so, Junge. Ich zeige dir, das ist schon ein bisschen peinlich, so, weißt du?
Weil der Junge hat das Foto selber gemacht und er rät's nicht. Und weiß es jetzt immer noch nicht, wovon ich rede. Ich habe keinen Plan. Der hat das Foto selber gemacht. Junge, wie lange brauchst du jetzt, will das sehen? Just das Bild suchen, Mann. Das kann nicht sein, Junge. Der Stürmer hat gelogen. Er hat das Foto selber gemacht auf dem Videoday. Junge, ich dachte, das ist zu risky, dass ich das nehme. Aber es hat geklappt, Leute. Ganz starke Runde hier von mir. Das war's, ich beende meine YouTube-Karriere. 2-2. Foto. Ich bin auf jeden Fall nicht ich und ich habe das Foto auch nicht gemacht. So kann ich mich nicht hier. Also der ist nicht so dünn, der Arm. Für YouTuber-Verhältnisse schon dünn. Ich glaube irgendwie, das ist sein Asiat. Julian Bam oder, wie heißt der andere? Cheng Lo. Das heißt gar nicht Cheng Lo. Das ist Cheng Löw. Ich dachte ehrlich, du wärst drauf gekommen. Ist das lustig hier? Ist das lustig? Das ist Julian Bam. Wenn das Julian Bam ist. Alter! Fuck, Junge. Ich dachte, du verarschst mich, Junge. Junge. Ich glaub, das ist ein Asiate. Wie bist denn darauf gekommen? Und dann kommst du nicht auf die grüne Frühlingsrolle. Digga. Sorry, du kleiner Hurenmann. Versorg mir hier alles, ey. Hättest du echt gewinnen können. Ja, Junge. 2-2 mal wieder, ey. Ihr ist voll gescriptet, ihr Wichser! Es geht immer unentschieden aus! Ich hab's euch immer in euch geklipfen! Diese Kommentare werden sie alle wieder lesen können, weil es unentschieden ausgegangen ist. Joke, es gibt kein Joke, Schild, Eugene, Mann. Sag doch! Ah, ich hab mir in die Fresse gehauen, den Eugene! Das kommt in den Insta-Slow-Mo. Sag doch mal was! Mach mal Slow-Mo davon, wie du dir in die Fresse haust, Mann. Leute, es gibt noch keinen Bizeps-King, aber Lars ist natürlich der Original-Bizeps-King. Aber es gibt noch keinen Bizeps-Araten-King. Ich bin die Bohnenstange, erste Fettsack, also hey, helft uns bitte. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach den schönsten Bizeps hat auf YouTube Deutschland. Also meiner Meinung nach Tim Garde. Was hat er? Wieso schönste, Junge? Ich finde den mega schön. Tim, wenn du das siehst, ich liebe dich. Leute, die Tage kommt dann auch die Auflösung zu, ist dieser Prank real? Oh nein. Ja. Seid gespannt, geht aber bald wieder weiter. Also. Ja, dann haut rein, Leute. Ne? Ciao dann.